Willkommen und hereinspaziert. Mit dem Titel Viel Licht, viel Schatten möchte ich als Beispiel dieses Horoskop bringen. Einer Dame, die viele Gaben in sich trägt, aber leider halt auch viel Schattiges. Die Gaben in meiner Optik völlig klar und deutlich zu erkennen befinden sich absolut im intuitiven, spirituellen Bereich. Da sprechen wir von Hellsichtigkeit, da sprechen wir von Heilungsqualitäten, die ganz klar und deutlich drinnen sind. Jetzt ist mit diesen Heilungsqualitäten oft so, auch wenn sie da sind, das mit der Eigenanwendung, ich weiß nicht, warum die meisten das nicht für sich nutzen. Wird immer wieder weggezogen. Ist immer so, als wäre alles andere wichtiger, ginge nicht. Muss ich heute halt dazu sagen, Dinge, die mir persönlich wirklich, wirklich wichtig sind, für die finde ich Platz und Raum. Und vergiss einmal das Fäkerl von Zeit. Aber auch wenn ich so denke, das hilft nicht. Wenn etwas anklopft, so wie hier, hier will diese spirituelle Gabe gelebt werden. Hochsensibel, Mond im Krebs ist eine, das ist kein Problem. Das ist Medialität. Aber es wird als Problem verkauft in den letzten Jahren. Es ist nur die Frage, was mache ich damit? Das kann ziemlich anstrengend sein, weil da fehlt die Abgrenzung. Aber ganz ehrlich, entweder so oder so. Entweder du bist ein Empfänger für weltweite Sendungen oder eben nicht. Menschen mit tollen Abgrenzungen, gratuliere, leben aber ganz sicher ihre mediale Seite nicht. Das funktioniert nämlich so nicht. Du kannst entweder offen sein, dann nimmst du wahr, in welchem Umfang auch immer, oder eben nicht. Das andere hast nämlich zu. Die einzige Chance für solche Geschichten, um damit umgehen zu können, mit Hochsensibilität, mit medialen Wahrnehmungen etc. ist, dass man lernt, sehr gut auf sich zu achten, sich zurückzuziehen. Denn es ist jeder Input, der von außen kommt, geht direkt in das eigene System. Wenn ich das jetzt nicht, wie heißt es immer so schön, proaktiv nutze, wird es zu einer mächtigen Belastung. Die Belastung kann dann auch so ausgehen, dass ich, weil ich mit dieser Wahrnehmung, dieser überbordenden Wahrnehmung nicht gut zurechtkomme, zum Beispiel Drogen nehme, zum Saufen anfangen. Ich meine, da gibt es viele Optionen dazu. Ja. Das ist so immer der Versuch, das auszutarieren. Nicht? Auch eine Form der Selbsthilfe, aber funktioniert nicht gut. Was ich eben auch weiß aus langjährigster Erfahrung, mittige Krebswerte, so wie hier, haben leider, leider ein starkes Suchtpotenzial. Das ist aber hier in diesem Fall nichts anderes als der Versuch, etwas ins Gleichgewicht zu bringen. Aber sowas funktioniert eben nicht auf Dauer. Die dahinterliegende Forderung ist eine ganz andere. Hier möchte alles einen Ausdruck finden. Jetzt ist dieser Merkur rückläufig im Krebs. Dieser wird noch dazu mit einem Jupiter in den Fischen im Trigon angespielt. Ich sage, es ist eine tolle Gabe. Die Aufforderung von Jupiter ist auch Wissen weiterzugeben. Das ist nicht nur Wissen ansammeln, weil Zwilling, wenn auch in den letzten Zügen trotzdem, sammelt ja an ohne Ende. Schütze, Spitze 3, Tito. Aber der Witz dahinter ist, es weiterzugeben. Oder ein bisschen daran zu verzweifeln, was mache ich mit vielen Inputs, die nicht aufhören wollen. Auch Neptun spielt hier stark mit. Und Neptun ist auch der Kandidat für Süchte, keine Frage. Und hier als Beispiel, ein Trigon ist nicht zwingend die große Hilfe, wenn ich es nicht nutze. Ich habe festgestellt, Trigone sind super, wenn man aktiv damit arbeitet. Ansonsten geben die irgendwie keine große Energie. Und wir haben Mars-Neptun-Trigon, das wäre jetzt wieder super für spirituelle Tätigkeit. Für Sozialtätigkeit, für
alles, was in dieser Richtung läuft. Es ist sicher ganz ein gesunder Moment Musik und Tanz für diese Dame. Aber auch das reißt das Ding nicht raus. Es muss schon das Ganze gelebt werden wollen. Was brauche ich für alle diese Unternehmungen? Egal welche Art, welche Gabe, was auch immer. Ich brauche Konsequenz. Ein Horoskop, das keine Opposition in sich trägt, hat leider wenig Widerstandskräfte. Ich brauche also einen gescheiten Saturn, wie ich immer sage. Was ist mit dem Saturn? Der ist im Exil, der ist Arschplatzl zu Hause. Der gehört nicht in Krebs, der gehört in Steinbock, wenn schon. Also, dort hat er leider nicht viele Meter, der arme Peter. Jetzt manifestiert sich die Sucht, nicht die Gabe. Und es ist trotzdem noch immer die Wahl. Sie ist immer da. Wir haben die Sonne, den Mond, den Merkur, wir haben vier Planeten im neunten Haus. Auch das ist eben alles mundan und der Schütze. Und hier beginnt es im Zwilling. Deshalb viel Bewegung, viel Lernen, viel Wissen wollen, aber auch viel Verführung. Denn das Trigon, das Jupiter macht, geht zu einem rückläufigen Merkur. Und der rückläufige Merkur hat sich gezeigt, lernt ganz schwer aus eigenen Fehlern. Ich habe einen Steinbock-Merkur. Der braucht auch lang, danke. Aber irgendwann geht es nicht mehr darum. Irgendwann muss ich doch anfangen, das System des Autopiloten zu unterbrechen. Dafür muss ich mir natürlich ein Umfeld auch schaffen, mein Leben so schaffen, dass ich nicht immer in die gleiche Falle gehe. Man muss dafür, wie ich finde, man muss ihm seine eigenen Strategien finden. Wenn es nicht anders geht, weil ich so viel wahrnehme, weil ich mich nicht abgrenzen kann, weil mir das alles so wahnsinnig schwer fällt, dann muss ich halt schauen, dass ich mein Leben so hinbekomme, dass es so weit wie möglich für mich der absolut geschützte Rahmen und Raum ist, wo eben diese ganzen Überforderungen etc. nicht stattfinden. Das geht auch weiter über Familie, über Freunde, über alles. Und auch über diesen Weg kann sich etwas ändern. Ich kann nicht zu jemandem sagen, jetzt hab doch endlich einmal Disziplin. Wenn ich das Horoskop kenne, weiß ich, okay, das ist hier die Sisyphusprüfung. Das geht alles immer eine Zeit lang, aber Saturn will auf die Dauer sozusagen. Und nicht, es geht jetzt ein, zwei Mal und dann ist es wieder vorbei. Also seid alle froh, wenn ihr einen starken Saturn im Horoskop habt, in eurem Leben habt. Das bringt nämlich ganz viel an Stabilität. Hier zum Thema am IC wirkt auch Saturn. Es ist Steinbock. Und wir haben wir schon, wir haben natürlich auch Vaterthema, glaube ich, will das jetzt nicht so aufdröseln. Wir haben nun auch sichtbar an der Basis schon keine Stabilität, weil der Herrscher im Exil ist. Also war schon die Konditionierung, das Zuhause nicht so prickelnd für sie, wo sie wirklich sich anlehnen konnte. Es fängt ja immer irgendwo an, wenn wir es in dieser Betrachtung haben. Es hat auch viel mit Ablehnung zu tun. Es hat hier mit viel Zurückweisungsängsten zu tun. Und Ängste sind hier ziemlich stark vertreten. Wir haben den Pluto in 12, der noch dazu im Quadrat mit Saturn und Merkur herumhängt. Also wird das auch noch selbst angefüttert. Wenn dieser Merkur, der rückläufig ist, der ist in seinen Gedankensystemen mehr im Strafmodus. Mit so viel Jupiter und Zwilling und so weiter, ja, ist natürlich immer die Gefahr groß, immer ins Außen zu gehen. Nur dort ist die Hilfe nicht in diesem Falle. Die ist ganz, ganz tief drinnen. Alles Liebe, Andrea.